Komm schon. Ah, sehen Sie, Sir, da ist es. Ja, Lieutenant, tatsächlich. Was ist da? Es gibt eine Lücke in den Daten, die ich von der Lexington mitbrachte. Für einen Zeitraum von 18 Stunden fehlen uns die Übertragungsdaten. Vor und nach diesem Zeitraum führten die Konföderierten Operationen durch, die wahrscheinlich mit dem Chemiker und dem Labor, das wir konfiszierten, zu tun hatten. Aber ohne die Übertragungsdaten ist das nicht sicher. Was fehlt? Sind Trägergruppenpositionen, Flottenbewegungen, Dienstakten? Das Puzzle ist nicht komplett. Ja. Oh, ich hab eine Idee. Hier in Orestes gibt es eine Sendestation der Konföderierten. Sie umkreist den äußersten Planeten des Systems. Ja, ein Großteil der Konföderierten-Übertragungen kommt dort durch. Mhm. Hören Sie. Wir nehmen Kurs auf Orestes 9. Aye, aye, Sir. Suchen wir die Puzzlestelle. Yes, Sir. Sie sind ja ganz in Gedanken versunken. Es wird wohl nie aufhören. Was? Ich habe 7 Jahre gegen die Kirathi gekämpft. Danach dachte ich, die Menschheit ist endlich friedlich vereint. Und nun schieße ich auf Menschen, die unsere Verbündeten waren. Ich bitte Sie, Colonel, wir sind Piloten und können uns unsere Feinde nicht aussuchen. Wo haben Sie fliegen gelernt? Ich bin mit 17 von zu Hause weggelaufen. Ich schloss mich ein paar Privateers an. Bei ihnen lernte ich das Fliegen, und zwar von Grund auf. Ich ging zur Konföderation, als die Kirathi meine Heimat angriffen. Wie war's bei Ihnen? Ich, dachte, ich könnte mich raushalten. Außer fliegen kann ich nichts. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Wir müssten doch etwas viel Besseres finden, als Leute zu töten. Sie träumt. Klar, sollte man denken. Es wird aufhören. Kriege dauern niemals ewig. Dann glauben Sie, dass das Gute immer gewinnt? Ja, das muss ich. Ich fürchte, wir müssen unsere Pläne für die Sendestation auf Orestes 9 verschieben. Wir haben eben ein Notsignal von einem nahen Grenzweltenkonvoi empfangen. Offenbar hat der Grenzweltenkonvoi gegen das Konföderiertengesetz verstoßen. Und jetzt scheint es, als ob die Konföderierten in das Gebiet der Grenzwelten eindringen, um den Konvoi mit einer Fregatte und einem Zerstörer zu verfolgen. Machen Sie sich so schnell wie möglich auf den Weg. Der Konvoi ist sonst verloren. Zu Befehl, Sir. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Pleiers so alles kann. Die Tachyonenkanone ist eine von meinen Lieblingswaffen. Richtet riesigen Schaden an, versagt fast nie und hat ein ganz tolles Design. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie bei... Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ein Ziel zerstört!
seid nichts weiter als armselige Waschlappen, Grenzfeldler. Mein Ziel zerstört! Verdammt, das sieht nicht gut aus! Mission abgeschlossen. Wir sind Ihnen mehr als dankbar, Colonel. Vielen Dank. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen. Eine unserer BEKs. BEKs? Bemannte Einschleusungskapsel. Ein kleines Spielzeug, das ich vor einem Jahr aus einem konföderierten Testlabor entwendet habe. Nie davon gehört? Natürlich nicht. Es dauert ewig, bis die Kerle eine neue Technologie freigeben. Das liegt an deren Sicherheitsvorschriften. Das ist aber nichts für klaustrophobische Typen. Ja, sie ist ziemlich eng. Die Kapsel muss klein sein. Nur so kann man die Leute an Orte bringen, für die ein Shuttle zu groß oder zu auffällig wäre. Sehen Sie das? Darauf landet man am Ziel. Dann schneidet man mit einem Laser ein Loch rein und krabbelt raus. Wie wird sie abgeschossen? Wie eine Bilderkennungsrakete. Der drinnen ist, muss aber erst die Sicherung lösen. Dann ist er mit minimaler Steuerung auf sich selbst gestellt. Minimal? Genug, um ans Ziel zu kommen und so weit zurückzufliegen, dass man die Kapsel einholen kann. Das Ding wird an einer Aufhängung zurückgezogen. Dann kann man sie wieder abfeuern. Erstaunlich. Ich zeige Ihnen noch was. Die Kilrathi waren uns in der Tarnung immer überlegen, stimmt's? Dann wurde die Excalibur entwickelt. Bin leider nie an eine rangekommen. Also habe ich in meiner Freizeit rumgebastelt und dabei kam dieses kleine Ding hier raus. Es kann sie nicht für eine Ewigkeit tarnen, aber es schützt sie vor dem feindlichen Radar. Gibt's irgendwelche Nachteile? Naja, nichts ist perfekt, richtig? Nummer eins, es braucht ein sehr seltenes Kristall mit einer kurzen Halbwertzeit. Es funktioniert also nicht sehr lange. Das bedeutet, man verliert vielleicht die Tarnung zu einer verflucht ungünstigen Zeit. Und Nummer zwei? Nummer zwei. Es gibt nur eins davon.
Ein Flügelmann, der ungetarnt ist, bringt nichts. Wer es benutzt, ist auf sich allein gestellt. Dieses Ding könnte sehr hilfreich sein. Ich bin begeistert. Ich werde es bald testen. Würd mich freuen. Passt jetzt gut auf. Kriegen Sie es mit der Angst zu tun? Ihr Einsatz? Oh, nicht mehr? Er will nicht mehr setzen. Sagen Sie mir, was Sie haben. Full House. Ich hab 4 Königin. 4 Stück! Ich hab gewonnen! Damit haben Sie nicht gerechnet, was? Woo! Ja! Das darf doch nicht wahr sein, Vagabond. Doch, er hat gewonnen. Er ist nicht unbesiegbar. Maniac hat's bewiesen. Niemand ist das. Ja, ich weiß, ich bin ein großer Glückspilz. Die Glücksfee steht auf meiner Seite. Das finde ich gut. Vielleicht hätte ich schon früher überlaufen sollen. Ich kann es nicht fassen. Sie haben doch noch nie verloren. Also, wer ist der Nächste? Hey, hey, wo wollt ihr hin? Was ist? Ich weiß es mit Sicherheit, dass wir so nah an den fehlenden Daten sind wie noch nie. Ich bin bereit, Sir. Das Kommando der Grenzwelten schickt uns eine Einheit von Marines, aber sie können erst in 16 Stunden hier sein. Solange können wir auf keinen Fall warten. Fordern wir unser Glück heraus. Nun, das Ziel ist eine orbitale Sendestation, die von Geschützminen umgeben ist. Hier liegt unser Problem. Eine Radarboje, die zweifellos im ganzen System Alarm auslösen wird, wenn sie es nicht schaffen, sie schnell genug auszuschalten können. Und deshalb hoffe ich, dass Pleyers mit seiner Tarnung weitergekommen ist. Denn wenn sie an diesen Türmen vorbeikommen, können sie die Boje schnell abschießen und ihre Ladung abliefern. Wie bitte? Wie Sie wissen, hat Vagabond Spionageerfahrung. Er hat sich freiwillig gemeldet, um mit Lieutenant Sosa in die Station einzudringen. Mit den Einschleusungskapseln müsste es gelingen. Sie feuern die Kapseln über der Sendestation ab. Die beiden docken an, holen die Daten und Sie sammeln sie wieder ein. Weil die Mission wegen ihrer Wichtigkeit streng geheim ist, fliegen Sie ohne Flügelmann, verstanden? Das habe ich, Captain. Ich verlasse mich auf Sie. Denn ohne diese fehlenden Daten haben wir überhaupt nichts in der Hand. Viel Glück, Colonel. Viel Glück. Da hat sich Eisen heute was Schweres einfallen lassen. Zwei ziemlich üble Meldungen für Sie. Erstens, es fliegen Patrouillen auf Sie zu. Und zweitens, ich habe die Kristallhalbwertszeit falsch berechnet. Das bedeutet, die Tarnung wird bald nicht mehr funktionieren. Es tut mir sehr leid. Danke für den Flugpartner. Es hieß, es sind nur ein paar Sendetechniker hier. Sie werden sich verkriechen, sobald Sie uns sehen. Hm.
Einige Schwierigkeiten. Wir sind auf Wachen gestoßen, die gut bewaffnet sind. Die Information war falsch. Beeilen Sie sich! Ah! Und noch mehr! Machen Sie schnell! Datenübertragung zu 60% abgeschlossen. 80%. Na los, komm schon! Datenübertragung abgeschlossen. Ich hab's! Laufen Sie mit eingezogenem Kopf da entlang. Ich werde Ihnen Deckung geben. Aha. Los! Kommen Sie! Was ist denn? Mission abgeschlossen. Alles klar, Junge. Kommen Sie rein. Wir sind hier, um uns von Lieutenant Winston Chang zu verabschieden. Er ist seinen Pflichten mit Herz und Verstand nachgekommen.
Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich ein Kollege dieses Mannes war. Ich bin glücklich, weil er mein Freund war. Vagabond, möge deine Seele von Stern zu Stern wandern. Ihre Anwesenheit zur Taufe der Vesuvius wird ein großer Ansporn für die Crew sein, Senator. Sie ist ein beeindruckendes Schiff. Gibt es Neuigkeiten? Was die Ist es, was Sie wollten? Es war keine Zeit, es während der Aufzeichnung zu überprüfen. Leider reicht das noch nicht aus, um die Konföderierten für bestimmte Ereignisse verantwortlich machen zu können. Es gibt ungewöhnliche Bewegungen der Konföderierten und kodierte Meldungen. Für deren Entschlüsselung brauche ich noch etwas. Aber es gibt auch ganz normalen Funkverkehr. Sodass nichts Auffälliges zu erkennen ist. Uns bleibt kaum mehr Zeit. Falls der Rat dafür stimmt, den Krieg zu beginnen, wird das noch mehr Piloten das Leben kosten. Wie Vagabond. Was meinen Sie, Maniac? Können Sie einen anständigen Kaffee machen? Es waren nur ein paar Spiele. Es war Zufall, dass ich einen Trumpf nach dem anderen hatte. Er hat gegeben, meistens jedenfalls. Maniac. Sie sind ein Idiot. Ich weiß. Wenn ich bloß nicht so damit geprahlt hätte. Das war falsch. Es war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Das habe ich nicht gemeint. Denken Sie, er hat seinen Lebenswillen verloren, nur weil Sie ihn im Kartenspiel besiegt haben? Es war zum ersten Mal. Oh. Ist der schlecht. Ja. Wir haben ein SOS-Signal empfangen. Von einem Konvoi, der sämtliche Grenzweltenschiffe in der Nähe um Hilfe anfunkt. Also ich weiß nicht, was sie dort erwartet, wenn sie dorthin fliegen. Darum seien sie wachsam. Tja, der Konvoi verändert immer wieder seine Position. Wahrscheinlich versucht er vor dem, was ihm Schwierigkeiten macht, zu fliehen. Der letzte bekannte Standort war hier, bei diesen Koordinaten. Bringen Sie diesen Konvoi in den Schutz unseres Schiffes, Colonel. Ja, Sir. Viel Glück. Da hat sich Eisen heute was Schweres einfallen lassen. Die Katzen. Lösen und feuern. Die werden wünschen, dass sie nie geboren wurden. Stopp! Bitte nicht auf uns schießen. Wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe. Ah! Sie sind es, das Herz des Tigers. Guten Tag, Colonel. Mein alter Feind. Können Sie die Vorurteile, die Sie bereits ein Leben lang haben, beiseite schieben? Stirb, du Schwein! Das sind wohl die Feinde, die wir erwartet haben. Wir legen unser Schicksal in Ihre Hand, Colonel.
wir uns plötzlich ein, was da passiert. Missionsziele können nicht erfüllt werden. Sieh dich in der Hölle wieder! Sieh dich in der Hölle wieder! Die Katzen. Stopp! Bitte nicht auf uns schießen! Wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe! Ah! Sie sind es, das Herz des Tigers! Guten Tag, Colonel! Mein alter Feind! Können Sie die Vorurteile, die Sie bereits ein Leben lang haben, beiseite schieben? Stirb, du Schwein! Das sind wohl die Feinde, die wir erwartet haben. Wir legen unser Schicksal in Ihre Hand, Colonel. Stirb, du Schwein! Stirb, du Schwein! Stirb, du Schwein! In der Hölle geboren wurden. Missionsziele können nicht erfüllt werden. Keine Ahnung. Ich war die ganze... Die Katzen. Lösen und feuern. Die werden wünschen, dass sie nie geboren wurden.
Stopp! Bitte nicht auf uns schießen! Wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe! Ah! Sie sind es, das Herz des Tigers! Guten Tag, Colonel! Mein alter Feind! Können Sie die Vorurteile, die Sie bereits ein Leben lang haben, beiseite schieben? Das sind wohl die Feinde, die wir erwartet haben. Wir legen unser Schicksal in Ihre Hand, Colonel. Stirb, du Schwein! Sieh dich in der Hölle wieder! Zeit, in Pension zu gehen. Stirb, du Schwein! Sieh dich in der Hölle wieder! Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Gute Arbeit, Colonel. Captain Eisen hat bereits mit dem Shinter der Kilrathi geredet. Er oder es plant jetzt an Bord zu kommen. Sie können landen. Ah, Colonel. Ich brauche Sie wohl nicht miteinander bekannt zu machen. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Colonel. Wer hätte gedacht, dass sich unsere Wege erneut kreuzen? Das Weltall ist klein. Ich bedauere nur, dass diese schrecklichen Umstände daran schuld sind, dass wir uns begegnen. Seit wir gezwungen waren, vor Ihnen zu kapitulieren, Colonel, haben wir Kilrathi alles versucht, um den Frieden mit den Erdlingen zu bewahren. Melek und sein Konvoi bitten bis zu ihrem neuen Heimatsystem um Geleitschutz. Wir wurden in den letzten 48 Stunden von unbekannten Streitkräften angegriffen. Er brachte uns die Kopie des D'Arlocks seiner Schiffe. Das muss die Waffe sein, die in Hellespont eingesetzt wurde. Das denke ich auch. Sehen Sie? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, mir auch. Als ich vor ein paar Jahren anfing, kam ein neuer Pilot auf mein Schiff. Er ist der einzige Mann im All, der diesen Trick beherrscht. Wie heißt er? Er wurde bald versetzt zum Geheimdienst der Konföderation. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber sein Codename war Seeder. Ich könnte in der konföderierten Datenbank nachsehen. Nein, das hätte keinen Sinn. Wenn die Jungs vom Geheimdienst eine Identität wahren wollen, dann schaffen sie das auch. Sie sprachen damals über ein GO-Programm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich wünschte, ich könnte das Schwein vor mein Visier kriegen. Nichts für ungut, aber mit dem sollten Sie sich nicht anlegen. Er ist eine Spitzenkraft. Melek, ich würde die Aufzeichnung gern behalten. Das und die Daten, die wir beide gesammelt und entschlüsselt haben, müssten uns eigentlich reichen. Wir haben weniger als eine Woche bis zur Abstimmung im Rat. Wir treffen uns in 10 Minuten hier wieder. Es wird Zeit, aktiv zu werden. Ich hätte nie im Leben geglaubt. All die Jahre, die vielen Missionen. Ich hatte 7 Jahre lang nur ein Ziel, Kilrathi zu töten. Und jetzt helfen wir unseren ehemaligen Feinden. Verstehen Sie mich nicht falsch, Sir. In meiner Jugend wünschte ich mir nichts mehr, als gegen die Kilrathi zu kämpfen. Glauben
glauben Sie, dass Captain Eisens Entscheidung richtig war? Sehe ich aus, als ob ich allwissend bin? Weiß den Jungen zurecht. Cat Scratch. Wissen Sie, was einen wahren Krieger von einem Killer unterscheidet? Der Krieger tötet nur, wenn er provoziert wird. Und was ist für einen Krieger wichtig? Notleidenden zu helfen, egal wer oder was sie sind. Sehr gut. Sie haben also meinen Rat befolgt und sich aufs Ohr gelegt. Tja, hat mir gut getan. Hören Sie. Ich werde mich bei dieser Kilrathi-Entwicklungshilfe nicht besonders engagieren. Ich halte es für Zeitverschwendung. Ich habe diese Biester immer bekämpft. Ich halte es immer noch für das Beste, sie zum Teufel zu schicken. Er hat's nicht verstanden. Ganz schön verbittert. Er hat's nicht verstanden. Hawk, die Kilrathi haben zurzeit denselben Feind wie wir. Wenn wir für sie einen Kampf gewinnen, ist das auch ein Sieg für die Grenzwelten. Na gut. Sie sagen mir, wohin ich schießen soll, und ich drücke ab. Danke, Hawk. Ich zähle auf Sie. Ja. Wir springen bald in das Pasqual-System. Dort werden Sie sicher sein. Wie Sie ja wissen, Colonel, haben wir Kilrathi unsere gesamten Kriegsraumschiffe verschrottet. Gemäß den Bedingungen unseres Abkommens mit der Konföderation. Wir haben deshalb keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen. Wir werden Sie beschützen. Wieso wird jetzt schon wieder ein Krieg gegen uns geführt? Meine Rasse stellt doch für euch wirklich keine Gefahr mehr dar. Was geschah mit den Erdlingen? Wollten sie nicht verzeihen und vergessen? Viele von uns wollen das immer noch. Bitte vergeben Sie mir, Colonel. Ich wollte nicht den Mann kritisieren, dem ich eigentlich danken sollte. Ich wünschte, ich könnte Ihnen für Ihre selbstlose Hilfe einen Gefallen erweisen, Colonel. Sehen Sie es als Revanche, Malek. Was bedeutet dieses Wort, Revanche? Das Wort, es bedeutet, eine Hand wäscht die andere. Vor einigen Jahren war ich ihr Gefangener. Sie ließen mich frei. Meine damalige Entscheidung habe ich noch nie bereut. Das waren noch Zeiten. Es gibt doch etwas, was Sie tun könnten und was für uns eine große Hilfe wäre. Die zwei Schiffe, die uns angegriffen haben, benutzten eine Tarnung. Ja, richtig. Die Kilrathi waren uns, was die Tarnung anbelangt, immer einen Schritt voraus. Also, falls jemand unter ihren Leuten ist, der darin Erfahrung hat, wäre mein Chefmechaniker glücklich, mit ihm zu reden. Sie schlagen mir eine sogenannte Hightech-Revanche vor? Gut, ich bin damit einverstanden, Colonel. Vielen Dank, Malek. Es wäre doch am besten, wenn wir diesen Maniac mit einer... Hör auf, der Captain ist Lieutenant? Hier. Sir? Danke. Es ist soweit, Colonel. Ich fliege ab. Persönliche Zustellung. Ich halte das für das Beste. In den vielen Jahren, die ich bei diesem Verein war, habe ich ein paar Kontakte zu hohen Tieren knüpfen können. Sobald die Konföderierten das gesehen haben, wissen sie, dass freilaufende Ratten unter ihnen sind. Können Sie ihnen trauen? Mir bleibt keine Wahl. Die Männer, die ich kenne, haben Einfluss im Rat. Das ist unsere einzige Chance, den Kriegsausbruch zu verhindern. Captain, da ist eine Übertragung für Sie. Ah, Vize-Admiral Wilford. Sicher kennen Sie diesen Mann. Er ist während meiner Abwesenheit der Captain der Intrepid. Guten Tag, Colonel. Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Colonel, alles okay? Ja, es geht mir gut, Admiral Wilford. Sie waren doch bei der Konföderation.
Ja, 40 Jahre. Ich kam in die Grenzwelten, um mich zur Ruhe zu setzen. Die Grenzweltler haben mich davon überzeugt, wieder zu arbeiten. Ja, das kenne ich, Sir. Sie werden alle Ihre Einsatzziele mit Admiral Wilford besprechen. Er ist ständig unterwegs. Ein Glück, dass er gerade in diesem System ist. Da fällt mir ein, Admiral, was geschah mit der Truppe Marines, die Sie schicken wollten? Man hat sie im Lennox-System gebraucht. Sie wissen ja, wir haben kaum Ressourcen. Sie müssten bald dort sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Der Admiral hält wohl nichts von langen Abschieden. Ich mache mich auch auf den Weg. Ich komme später wieder. Oh, nehmen Sie Ihre Hände weg. Wer war das? Viel Glück, Sir. Ebenfalls, Colonel. Ich wünsche es euch allen. Sind alle da? Dann fangen wir an. Ich werde während Captain Eisens Abwesenheit mein Bestes tun, um alles am Laufen zu halten. Falls Sie Vorschläge oder Beschwerden haben, kommen Sie damit zu mir. Meckern Sie nicht hinter meinem Rücken. Aber ich allein werde die endgültige Entscheidung treffen und dafür die Verantwortung tragen. Verstanden? Yes, ja, Sir. Natürlich, Colonel. Es ist schön, dass das geklärt ist. Vor uns liegt keine einfache Aufgabe. Wir haben gerade das Pasqual-System erreicht. Malek hat die Meldung erhalten, dass einer der Kilrathi-Planeten, Pasqual 10, angegriffen wird. Von Jägern, die Abzeichen der Grenzweltenunion haben. Wir wissen natürlich alle, dass sie nicht von Grenzweltpiloten geflogen werden. Ich glaube, dass auch diesmal wieder eine abtrünnige Gruppe von Konföderierten dahinter steckt. Die Kampfzonen befinden sich bei diesen drei Navigationspunkten. Ich werde sie mit zwei Flügelmännern säubern. Aber passen Sie auf, sie fliegen mit Schiffen, die wie unsere aussehen. Wir wollen auf keinen Fall Verluste durch Eigenbeschuss. Tja, das war alles. Wegtreten. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal, dann zeige ich dir was. Lösen und feuern! Die mache ich fertig.
Position zu gehen. Gib endlich auf und stirb! Feindziel zerstört! Gleich bist du tot! Feindziel zerstört! Super Schutzer! Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Ja, da brennt er. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Schau, wie viel Angst er hat! Verdammt gut, Colonel! Schadensmeldung geben. Keine Probleme, Colonel. Keine Probleme, Colonel. Ja, da brennt er! Schadensmeldung geben! Keine Probleme, Colonel. Ja, da brennt er! Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Hey, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich höre, die Kelrathi auf Pasqual 10 haben einen neuen terranischen Helden. Ausgezeichnet, sie können jetzt landen. Das sieht aber lecker aus. Danke. Bitte. Colonel! Colonel! Setzen Sie sich doch. Nein, nein, danke. Ich habe über Ihre Worte nachgedacht. Haben Sie dazu Zeit gehabt? Nein, im Ernst. Sie hatten recht. Ich finde es inzwischen auch richtig, den Kilrathi zu helfen. Ich war es, die ihn davon überzeugt hat. Gut gemacht, danke. Ach, da fällt mir ein, Colonel, haben Sie im Zwischendeck den neuen Hausgast gesehen? Nein, aber das werde ich gleich nachholen. Nur weiter so. Sir?
Sie der Boss? Ja, sowas ähnliches. Lieutenant Colonel Decker und Kompanie melden sich zur Stelle. Ich bin Colonel Blair. Ah, der Katzenkiller. Wo waren Sie? Wir haben Sie schon vor Stunden erwartet. Uns kam im Linux-System was dazwischen. Ich hörte, Sie begleiten ein paar Katzen nach Hause. Ist das ein Problem für Sie? Sie sehen einen Repleter-Veteran vor sich, der aus einem Gefangenenlager entkam. Die Kilrathi hielten mich fest. Jahrelang. Aber dieser Krieg ist vorbei. Ja, jetzt steht uns ein neuer Krieg bevor. Ja, ich weiß. Es sind alles Experten, was den Nahkampf anbelangt. Der momentane Eindruck täuscht etwas. Hey, Freunde, aufgestanden! Na los, wird's bald! Wir sind einsatzbereit. Gut. Sie werden gebraucht. Also machen Sie sich fertig. Zu Befehl. Beeilt euch. Könnten sich darauf verlassen. Okay. Wir werden bald Maleks Heimat erreichen, eine kilrathische Basis. Wie ist Ihr Zustand? Ich habe vergeblich versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen. Völlige Funkstille. Ich habe keinerlei Antwort erhalten, Sir. Mit anderen Worten, wer oder was da unten ist, wissen wir nicht. Da die Marines endlich eingetroffen sind, machen wir Folgendes. Ich nehme zwei Flügelmänner und säubere das Gebiet. Die Basis befindet sich am zweiten Navigationspunkt. Sobald wir das Gebiet gesichert haben, senden wir Decker und seinen Männern ein Signal. Sie werden dann zur Basis fliegen. Wir geben Ihnen Geleitschutz. Malak folgt im eigenen Shuttle. Sobald er gelandet ist, eskortieren wir die Marines zur Intrepid zurück. Diese befindet sich dann nahe dem aus dem System führenden Jump Point. Und denkt immer daran, da draußen könnten weitere vom Feind geflogene Grenzweltenschiffe sein. Alles verstanden? Wegtreten! Jetzt müssen wir uns verabschieden, Malak. Mein Hai wird an dem neuen Bild, das ich vom Herz des Siegers gewonnen habe, sehr interessiert sein. Möge es immer so bleiben, mein neuer Freund. Ja. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Die mache ich fertig. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Colonel, sollen wir die Shuttles reinholen? Ja, los doch, Ihr Weg ist frei, Decker. Wir kommen mit der Lieferung, Boss.
Wo kommen die denn her? Lösen und angreifen! Feindgesichtet, Colonel. Die mache ich fertig. Ich habe Verdacht. Missionsziele können nicht erfüllt werden. Unsere Schilde versagen. Wir haben es versucht, Boss. Wir verschwinden von hier. Ja, da brennt er. Ich weiß nicht, warum Sie übergelaufen sind, wenn Sie so... Gesichtet, Sir. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Die mache ich fertig. Stirb, du Schwein! Ich bringe dich in der Hölle wieder! Sieht ruhig aus, Colonel. Sollen wir die Shuttles reinholen? Ja, los doch. Ihr Weg ist frei, Decker. Wir kommen mit der Lieferung, Boss. Lösen und angreifen! Nein, Sir. Wo kommen Sie denn her? Feind gesichtet, Sir. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Die Katze ist wieder zu Hause, Boss. Wir hauen ab. Seien Sie versichert, ich werde Ihnen mein Leben lang dankbar sein, Herz des Tigers. Mission abgeschlossen. Ich bitte um Landeerlaubnis. Ah, gut gemacht, Colonel. Sie können landen.
Was zum Teufel? Mein Radar ist gerade ausgefallen. Genau wie bei mir. Schilde sind auch weg. Flügel 3, bitte melden. Mein Kontrollsystem ist abgestürzt. Wo kamen die denn her? Wie soll ich das wissen? Die hatten keine Radarprobleme. Ich hänge an einem dran. Rakete los. Verdammt! Hacker, dreh nach links ab. Sie peilen dich an. Oh mein Gott, die haben auch unsere Feuerleitsysteme ausgeschaltet. Sir, während Sie weg waren, kam eine wichtige Meldung des Admirals. Lassen Sie hören. Ja, sofort, Sir. Colonel, ich erhalte beunruhigende Nachrichten aus dem Pegos-System. Wir verlieren dort Schiffe. Aber weit und breit sind keine Feinde zu orten. Ich möchte, dass die Intrepid dorthin fliegt. Peleus ist lebenswichtig für uns. Das System ist unsere größte Treibstoffquelle und unser wichtigster Stützpunkt. Verlieren wir Peleus, können wir keinen Sieg davon tragen. Sie haben ihn ja gehört. Ja, Sir. Ich gebe bereits die neuen Koordinaten ein. Das verstehe ich nicht. Was ist, Lieutenant? Schilde aus, Radare aus, Sensoren aus und Zielsystem aus. Notsystem einschalten. Jetzt sind wir wehrlos. Kursumkehr. Verstanden, Sir. Vielleicht können wir aus dem Störbereich fliegen. Na, großartig. Jetzt darf ich blind fliegen. Ich muss mich durchwühlen wie diese widerlichen Sandwürmer auf Isis 7. Sie haben doch Augen, oder? Willkommen in Peleus. Kann ich noch von der Reise zurücktreten? Wir konnten uns aus dem Bereich des Schwarzen Lochs zurückziehen, Sir, aber leider sind wir immer noch halbblind, so sieht es aus. Ich sehe keinen anderen Weg. Kampfpatrouille ist angesagt. Das ist reiner Selbstmord, nein! Eine ganze Flotte könnte da draußen auf uns warten. Ohne Radar, ohne Schilde? Und wenn wir kein Zielsuchsystem haben, dann können wir nur noch DART-Raketen einladen. Okay, irgendwie wurde dieses System abgeschottet. Wir müssen das wieder rückgängig machen. Na los! Die Schutzschilde nicht funktionieren, haben wir die Panzerung verstärkt. Am besten, Sie leiten die Schildenergie auf die Triebwerke um. Bei dem Extragewicht werden Sie sie brauchen. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der toten Zone. Wir empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es könnte sein, dass wir uns bald nicht... Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Sir,
Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Diese Kerle tauchen aus dem Nichts auf, Colonel, und die Störsender scheinen ihnen nichts auszumachen. Lösen und feuern! Wir haben Gesellschaft! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Aus der toten Zone kommen feindliche Streitkräfte, Sir. Ich sende Ihnen die neuen Koordinaten. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit ihnen verhandeln. Wir sollten diesen Einsatz besser abladen, Sir. Die Chancen stehen nicht gut. Okay, ein Schiff mit Traktorstrahl ist gleich unterwegs, um die Kapsel zu holen, Sir. Bewachen Sie sie, bis das Schiff dort ist. Besser abladen, Sir. Die Chancen stehen nicht gut. Feindziel zerstört. Schadensmeldung geben. Ich fürchte, mein Schiff explodiert gleich. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Ich bin froh, dass es Sie nicht erwischt hat, Colonel. Wir sind sehr gespannt, was der gefangene Pilot zu sagen hat. Sie dürfen jetzt landen, Sir.
Wer verursacht die Störung? Für wen arbeiten Sie? Welche Art Störung ist es? Wie viele Raumschiffe sind dort? Raus mit der Sprache! Wie viele Raumschiffe sind dort stationiert? Hören Sie auf, weiterhin zu spielen! Verlieren Sie nicht die Nerven! Ich bitte Sie. Sie gehören jetzt zu denen? Sie haben mir schon mal geholfen. Ja? Diesmal sieht die Sache anders aus. Ich bin ihm was schuldig. Wie wär's, wenn Sie sich erst mal beruhigen? Es wird Ihnen keiner was tun. Hier. Hören Sie, ich bin nur geflogen, weil ich dafür bezahlt wurde. Es ist nicht mehr so wie früher. Da hatte man auch andere Gründe. Da draußen werden täglich eine Menge Menschen getötet, die unschuldig sind. Erzählen Sie uns, was Sie wissen. Kann ich dann gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Suchen Sie das Großkampfschiff. Es wurde umgebaut, Sie würden sich wundern, es ist nicht wiederzuerkennen. Alle 6 Stunden ändert es seine Position. Ich zeige es Ihnen auf der Navigationskarte. Wenn alle Triebwerke aktiviert werden, dann müssen Sie die Tarnung ausschalten. Es steckt voller technischer Wunder. Ich weiß nicht, was Sie mit der alten Kiste zurzeit planen. Ich finde es widerlich, wie Sie damit alles vernichten. Richtig. Sie können bei uns mitmachen, wenn Sie wollen. Nein. Meine Zeit als Held ist vorbei. Das nächste Mal wäre es keine Rettungskapsel, sondern ein Sarg. Ich will endlich leben. Ich will dem Tod nicht mehr in die Augen sehen. Sie haben uns sehr geholfen. Wirklich. Wir lassen Sie jetzt frei. Danke. Kommen Sie. Da? Fangen Sie an. Das haben wir in der letzten Stunde empfangen. Colonel, ich hoffe, Sie empfangen dies. Ich musste leider alle Transporte durch das Pylos-System stoppen. Eine Katastrophe für die Grenzwelten. Sie sind unsere letzte Hoffnung, das System und seine Ressourcen zurückzuerobern. Wenn Sie es nicht schaffen, dann ist alles verloren. Viel Glück. Jetzt, da wir unser Ziel und seinen Kurs kennen, sind unsere Erfolgschancen ziemlich gut. Das Störsenderschiff muss vernichtet werden. Das geht nur auf einem Weg. Was? Nur mit Dart-Raketen? Da muss jeder Schuss sitzen. Manche von uns können zielen, Maniac. Wir verlassen uns nicht auf unser Glück. Also los, Leute. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Gib endlich auf und stirb! Feindziel zerstört! Bisher keine Probleme, Sir. Feindziel zerstört.
Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Oh nein, uns hat er nicht. Mission abgeschlossen. Ich werde von allen Seiten angegriffen, Sir. Erbitte Hilfe! Zwei unbekannte Flugobjekte in Sicht. Da verzieht sich jemand aber verdammt schnell. Wäre gut zu wissen, wer deine Fliege macht. Die Langstreckenkommunikation ist noch nicht voll da, Sir. Aber wenn Sie kurz warten, ich habe den Colonel gleich erreicht. Ich bekomme doch mein Geld nicht fürs Warten. Der Colonel hat den Weg freigeräumt, jetzt muss ihn jemand benutzen. Ja. Landeerlaubnis. Sie dürfen landen, Sir. Es funktioniert jetzt wieder alles, Colonel. Was ist los? Ist Ihnen ein Geist begegnet? Nicht zu fassen, wen Decker hergebracht hat. Decker? Wovon reden Sie, Mann? Unglaublich. Sehen Sie im Zwischendeck nach, im Lagerraum. Da hat ihn Decker untergebracht. Ich kann niemandem sagen, wie verzweifelt ich war und verletzt, als ich von Ihrem Überlaufen hörte. Wir befinden uns noch nicht im Krieg, Admiral. Ich sehe das eher als eine neue Arbeitsstelle. Wir führten auch nicht immer einen Krieg gegen die Kilrathi. Und trotzdem gab es immer zwei Seiten.
Überlaufen war die einzige Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Sie waren ein Symbol für alle Werte, die der Konföderation wichtig waren. Sie können doch sicher verstehen, wieso mich Ihre Verhaltensweise zutiefst erschüttert hat. Wir haben die Verantwortung für dieses riesige Weltall. Ist deshalb kein Platz mehr für Loyalität? Ich sehe das anders. Es sind die Konföderierten, die nicht mehr loyal sind, Sir. Sie verursachen doch diese Schwierigkeiten. Irgendjemand will unbedingt einen Krieg vom Zaun brechen. Ja. Ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich glaube, dass Ihre Ansichten über diese Sache größtenteils der Wahrheit entsprechen. Und genau aus diesem Grund bin ich auch hier. Es sind Putschisten, mit denen wir zu tun haben. Abtrünnige, die innerhalb der Konföderation Unruhe stiften wollen. Ja, einer von ihnen ist ein erstklassiger Pilot. Sein Codename lautet Seether. Es überrascht mich nicht, dass Sie auf ihn gestoßen sind. Die Tatsache, dass ich selbst hier bin, dürfte Ihnen zeigen, wie schwierig die Verhandlungen geworden sind. Jemanden zu finden, dem ich vertrauen kann, ist nicht einfach. Während des Krieges gab es viele geheime Projekte. Zum Beispiel die Versuche, die Kilrathi zu eliminieren. Viele der Projekte waren so geheim, dass selbst ich erst jetzt Einblick erhalte. Wie das GO-Programm? Das genetische Optimierungsprogramm, ja. Ein paar Idioten glaubten wirklich, man könne den perfekten Krieger züchten. Ist Seether ein Produkt dieses Programms? Ich weiß es nicht. Es wurde abgeschlossen, lange bevor ich davon Wind bekam. Auf jeden Fall dachte ich, dass ich den Mann hier erwischen könnte. Wir bekamen die gleichen Berichte über die Störsender. Ich versichere Ihnen, das war nicht vom konföderierten Hauptquartier autorisiert. Diese Geheimbasis war zu dem Zeitpunkt, als ich eintraf, schon leer. Sie wissen nicht zufällig, wo sich dieser Seether zurzeit aufhält. Nein. Aha. Das ist schade. Uns wird die Zeit knapp, Colonel. Uns? Uns beiden, ja. Wir beide wollen doch den Kriegsausbruch verhindern. In der Konföderation gibt es immer noch einen Platz für Sie. Wir sind auf der gleichen Seite, Colonel. Das war schon immer so. Da bin ich mir nicht so sicher, Admiral. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wofür die Konföderation steht. Aber die Menschen, hier auf diesem Schiff, die kenne ich. Denen vertraue ich. Falls der Krieg ausbricht, werde ich auf dieser Seite sein. Bedeutet das, dass ich Ihr Kriegsgefangener bin? Ich schulde ihm was. Ich schulde ihm nichts. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, der Krieg ist bereits ausgebrochen. Mir bleibt deshalb leider keine Wahl. Ich lasse sie nicht frei. Was gibt's? Admiral Tolvan ist entkommen. Was? Wie? Weil, ich den Mann freiließ. Sie haben was? Er ist der Admiral und ich habe lang unter ihm gedient. Oh. Ist Ihnen klar, wie die uns einheizen würden, wenn die erstmal rausgefunden hätten, dass wir den Admiral gefangen halten? Er ist Ihr Freund. Er kennt jetzt unsere Position und was wir vorhaben. In Ordnung, dann hab ich Scheiße gebaut. Er kann nicht weit sein, fliegen wir ihm nach. Und was dann? Ihn abschießen? Das würde den Krieg bedeuten. Wir müssen wohl mit dem, was sie uns eingebrockt haben, leben.
Dafür werden wir noch büßen müssen. Das kam gerade rein. Colonel, wir werden in zwei verschiedenen Systemen Aktionen durchführen müssen. In Circe müssen wir der Grenzweltenregierung in einem erbitterten Bürgerkrieg helfen. Er wurde von irgendwelchen Unruhestifter angezettelt. Söldner, die wahrscheinlich von Leuten aus der Konföderation unterstützt werden. Tausende unschuldiger Zivilisten mussten sterben. Die andere Operation wird im Speradon-Sektor stattfinden, der ebenfalls zu den Grenzwelten gehört. Eine konföderierte Raumschiffwerft läuft dort wegen dem möglichen Kriegsausbruch auf Hochtouren. Die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht groß und Sie wissen ja, wie dringend wir Schiffe brauchen. Ich wünschte, Sie könnten beide Operationen übernehmen. Da das nicht möglich ist, überlasse ich es natürlich Ihnen, die Wahl zu treffen. Sie haben gehört, was er sagte. Unschuldige Zivilisten werden in Circe getötet. Die Wahl ist klar. So klar ist das auch wieder nicht, Colonel. Wir können ohne Waffen nicht gewinnen. Ein Kampf wäre nutzlos. Ich bin der Meinung, die Werft wäre genau das Richtige für uns. Hawk hat recht. Niemand von uns will ein Himmelfahrtskommando fliegen. Ich kann doch nicht meine Leute in die Schlacht schicken, wenn sie dabei keinerlei Überlebenschancen haben. Wir fliegen nach Speradon. Kurs ändern. Aye, aye, Sir. Gute Neuigkeiten, Junge. Sehr schön, die kann ich brauchen. Ihre Kilrathi-Freunde halfen mir bei der Tarnvorrichtung. Funktioniert sie? Ja, sie haben mir gezeigt, wie man mehr Saft aus dem Kristall rausholt. Das Problem ist, dass ich nur noch einen Kristall habe. Mit einem Flügelmann wird's also nichts. Neben jemanden zu fliegen, der nicht getarnt ist, ist wohl ziemlich sinnlos. Der Kristall wird früher oder später verbraucht sein. Hoffentlich später. Wir sollten uns die Minen unter den Nagel reißen, aus denen das Zeug kommt. Dummerweise liegen sie im konföderierten Gebiet. Eine Frage. Wollen Sie damit fliegen? Wer braucht Flügelmänner? Ich bevorzuge einen Flügelmann. Wer braucht Flügelmänner? Ich bevorzuge einen Flügelmann. Nein, es tut mir leid. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass es genügend lange hält und auch noch ohne Begleitung eines Flügelmanns, ist es zu riskant. Ist das der Dank für meine harte Arbeit? Ich kenne keinen Piloten, der einen 60-Kilo-Turnister bei doppelter Schwerkraft über 30 Kilometer schleppen könnte. Wenn es drauf ankommt, seid ihr Schwächlinge. Wir sind Schwächlinge. Jetzt erzähle ich dir mal ein Beispiel. Ich habe mal einen von den Marines mitgenommen. Ich packte den Knüppel, zog den Fliegerstahl nach oben und schaltete das Triebwerk aus. Während des Sturzes schaltete ich es wieder ein, machte ein paar Fassrollen und ein paar Flugrollen, nur um mich aufzuwärmen. Der Kerl hinter mir war ohnmächtig geworden und hatte sich von oben bis unten vollgekotzt. Nur weil ich auf 5G ging. Wer bei der Raumfahrtakademie durchfällt, kommt zu den Marines. So ein Quatsch. Ihr sitzt im Cockpit, weil ihr keinen Nahkampf durchhalten würdet. Da habe ich aber was völlig anderes gehört. Euch Marines fehlt sein Durchhaltevermögen. Ach was, wir Marines halten ganze Nächte durch. Im Nahkampf aber nicht, Junge. Soll ich dir vielleicht das Gegenteil beweisen? Worauf wartest du? Ganz komm schon. Wie du willst. Komm schon. Das muss ich sehen. Maniac kriegt eins auf die Schnauze. Das muss ich sehen. Ist ja gut.
Danke für Ihre Hilfe, Colonel. Wer sich sowas einbrockt, muss es auch auslöffeln. Ich hab gedacht, wir Piloten halten zusammen. Ich verteidige nämlich unsere Uniform. Ach so, Sie bringen Schande über Sie, würde ich eher sagen. Sie werden ja sehen, wie viel Hilfe Sie bekommen, wenn wir das nächste Mal fliegen. Kommt rein. Lieutenant? Colonel? Sind alle hier? Fangen wir an. Colonel? Ich bin in Sperradon, um die Aktion zu leiten. Sie sollen eine Raumschiffwerft überfallen. Aber es gibt wichtigere Ziele, um die wir uns zuerst kümmern sollten. Gut, ganz wie Sie wünschen, Admiral. Erstens, dies ist eine Teststation im Asteroidengürtel. Hier testen die Konföderierten ihre neuen Jäger. Wir hätten sehr gerne ein paar davon. Zweitens, der Ringplanet in diesem System wird von einer Waffenfabrik umkreist. Ein weiteres lohnendes Ziel. Und drittens, wir haben einen Träger entdeckt, der unbewacht in der Nähe des äußersten Planeten repariert wird. Sie bekommen von mir Informationen und aufgezeichnete Einsatzbesprechungen für jede Mission. Tja, ich überlasse es Ihnen, das Beste für uns auszuwählen, Colonel. Sie müssen entscheiden, was Sie tun werden. Viel Glück. Die Fabrik, die diesen Ringplaneten umkreist, hat ein nettes Schutzsystem. Die werden Sie bestimmt auf Ihrem Radar entdecken. Aber wenn Sie den Weg freiräumen, können die Marines eingeflogen werden und die Fabrik übernehmen. Dann hätten wir endlich die so dringend benötigte Ausrüstung. In Ordnung. An die Arbeit. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Flügel 2 auf Zielkurs. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Mein Ziel angreifen. Aber sicher, Colonel. Flügel 2 greift den Feind an, Sir. Schleudersitz.
Wir sind drin, Boss. Feindziel zerstört! Heute starb... Eine Menge Feinde! Lösen und feuern! Ich ziehe los! Flüge 2 auf Zielkurs. Flüge 2 greift den Feind an, Sir. Nein! Toller Schuss, Colonel. Nachrichten. Eine Menge Feinde. Flüge 2 auf Zielkurs. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Greif den Feind an, Sir. Ah! 1-0 für die Guten. Nein! 1-0 für die Guten. Mein Ziel angreifen. Aber sicher, Colonel. Oh!
Decker und seine Männer sind unterwegs. Schadensmeldung geben. Kein einziger Kratzer, Colonel. Feindziel zerstört. Zweiter Flügel hat Probleme. Zweiter Flügel. Wir sind hier in großen Schwierigkeiten. Wir sind drin, Boss. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Schadensmeldung geben. Nur ein paar Beulen, Colonel. Schadensmeldung geben. Nur ein paar Beulen, Colonel. Alle Geschütze und Raketen tragen jetzt den Stempel Eigentum der Grenzwelten, Boss. Die Flotte schickt ein Schiff, das alles abholen wird. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen, Sir. Ach ja, ich habe gehört, dass Pleiers auf dem Flugdeck Tänze aufführt. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie landen. Ihr Freund geht mir auf die Nerven. Ich kann mir vorstellen, wer es ist. Maniac. Genau. Diesem Mann eilt kein Ruf voraus wie Ihnen. Jedenfalls, was mich betrifft, muss er sich erst noch beweisen. Er sollte etwas bescheidener auftreten, daran denken, dass er Flügelmann ist und keine eigenen Ziele verfolgen. So ein Nörgler. Zeit, ein Captain zu sein. Tja, soll ich ihn mir vorknöpfen? Ja, das wäre das Beste. Ich würde ihm nämlich sonst den Hals umdrehen. Leider brauchen wir den Kerl noch. Mal sehen, was ich tun kann. Der Concordia-Klasse wird nahe des äußersten Planeten provisorisch repariert.
An Bord befindet sich kaum Besatzung. Es ist noch nicht ausgeladen. Jäger, Waffen, Ersatzteile. Könnte ein lohnendes Ziel sein, wenn Sie am Radar und an den Jägerpatrouillen vorbeikommen. Neutralisieren Sie die Geschütztürme und die Triebwerke. Dann schicken wir die Hopkins, um den Träger zu übernehmen. Alles klar. An die Arbeit. Nicht abwarten, bis einige dieser Prototypwaffen getestet werden. Eine davon heißt Starburst. Scheint eine Art Hochbrisanz-Ionenbombe zu sein, mit dem Motor dran. Nachdem sie abgefeuert ist, halt den Abzug gedrückt, bis sie losgehen soll. Du kannst nur hoffen, dass die Sicherung verhindert, dass sie direkt unter dir losgeht. Mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Tür 2 auf Zielkurs. Maniac schlägt wieder zu. Tür 2 greift den Feind an, Sir. Maniac schlägt wieder zu. Immer feste drauf. Gib endlich auf und stirb. Walter Flügel hat Probleme. Maniac schlägt wieder zu. Mir schon, ein Anfänger. Maniac schlägt wieder zu. Jede Menge Feinde. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Gleich bist du weg. Ihr Grenzfeldler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Nein! Maniac schlägt wieder zu. Oh! Maniac schlägt wieder zu. Mein Ziel zerstört. Flügel 2, vorgehen wie geplant. Hör sie mal an. Ich will zeigen, was ich kann. Schadensmeldung geben. Ist sie vielleicht meine Mutter? Zweiter Flügel. Wir sind hier in großen Schwierigkeiten. Ich will zeigen, was ich kann. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Haben eine große Kiste erwischt, Colonel. Zweiter Flügel meldet. Mission erfolgreich, Colonel. Hör sie mal an.
Flügel 2 kehrt zur Basis zurück. Ich will zeigen, was ich kann. Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniacs Zaubershow! Hör sie mal an! Was ich kann. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Ich kann's gar nicht abwarten, bis einige dieser Prototypwaffen getestet werden. Eine davon heißt Starburst. Scheinbar. Feinde. Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniacs Zaubershow! Flügel 2 auf Zielkurs. Flügel 2 greift den Feind an, Sir. Mein Ziel angreifen! 1:0 für die Guten! Da läuft nichts, Colonel. Die zwei sind auf Schwierigkeiten gestoßen. Diesmal verlieren wir.
die Leine, Colonel. Viel Glück. 1-0 für die Guten. Ein Ziel zerstört. Weitere Nachrichten. Ich kann's gar nicht abwarten, bis einige dieser Prototypwaffen getestet werden. Eine davon heißt Starburst. Scheint eine Art Hochbrisanz-Ionenbombe zu sein. Jede Menge Feinde. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Flügel 2 auf Zielkurs. Flügel 2 greift den Feind an, Sir. Mal verlieren wir acht. Ich ziehe Leine, Colonel. Ah! Mein Ziel zerstört. Zweiter Flügel hat Probleme. Grenzweltler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Ach, schau mal an, mein nächstes Opfer. Zweiter Flügel. Wir sind hier in großen Schwierigkeiten. 1-0 für die Guten. Gib endlich auf und stirb! Ein Ziel zerstört. Flügel 2, vorgehen wie geplant. Portion zu nehmen. Das nennst du Fliegen? Zweiter Flügel meldet, Mission erfolgreich, Colonel. Flügel 2 kehrt zur Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Thank you.
jede Menge Feinde. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Flügel 2 auf Zielkurs. Flügel 2 greift den Feind an, Sir. Sie alleine, Colonel. Viel Glück. Feindziel zerstört. 1-0 für die Guten. Feindziel zerstört. Gleich bist du weg. Schau mal an, mein nächstes Opfer. Zweiter Flügel hat Probleme. Zerstört! Vorgehen wie geplant. Du kommst im Sarg nach Hause. Dachte ich mir schon, ein Anfänger! Vorbei, Kleiner. Zweiter Flügel. Wir sind hier in großen Schwierigkeiten. Zweiter Flügel meldet. Mission erfolgreich, Colonel. Flügel 2 kehrt zur Basis zurück. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation verraten. Jede Menge Feinde. Flügel 2 auf Zielkurs. Zeit, in Pension zu gehen. Ihr Grenzwäldler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Flügel 2 greift den Feind an, Sir. Gleich bist du tot. Ich will zeigen, was ich kann. Mein Ziel angreifen! Da läuft nichts, Colonel. Gleich bist du weg! Komm schon, kämpf wie ein Mann! Ihr Grenzwäldler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Feindziel!
Ziel zerstört. Ich will zeigen, was ich kann. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Flügel 2 sind auf Schwierigkeiten gestoßen. Maniac schlägt wieder zu. Mein Ziel zerstört. Maniac schlägt wieder zu. 1-0 für die Guten. Maniac schlägt wieder zu. Mein Ziel zerstört. Weiter Flügel ist in Schwierigkeiten. Schadensmeldung geben. Ich habe ein paar Treffer abgekriegt. Andere Piloten würden sich da groß aufregen. Maniac schlägt wieder zu. Flügel 2, vorgehen wie geplant. Weiter. Jede Menge Feinde. Flügel 2 auf Zielkurs. Flügel 2 greift den Feind an, Sir. Ich will zeigen, was ich kann. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniac Zaubershow. Maniac schlägt wieder zu. 1-0 für die Guten. Mein Ziel zerstört. Maniac schlägt wieder zu. Ja, zieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Bist du weg? Ihr Grenzfeldler wollt eine Kostprobe von mir haben? Flügel 2 sind auf Schwierigkeiten gestoßen. 1-0 für die Guten. Flügel 2, vorgehen wie geplant. Schadensmeldung geben. Sind Sie vielleicht meine Mutter? Du kommst im Sarg nach Hause. Abgeschlossen. Gut gemacht, Colonel. Hier ist die BWS Tango und wir holen jetzt die Vögel ab. Übernahme jetzt. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen, Sir. Ach ja, ich habe gehört, dass Pliers auf dem Flugdeck Tänze aufführt. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie landen. Give me a rundown on your tires, baby.
dann habe ich ein paar von meinen Raketen über ihre Köpfe gefeuert. Sie sollten denken, ich kann nicht zielen. Aber dann die letzte Rakete. Boom! Sie waren überrascht, dachten, es wäre ein Zufall. Ja, wahrscheinlich war es auch nur ein Zufall. Entschuldigen Sie, der Junge, der da sitzt, will ein Held werden. Große Taten vollbringen. Er kann Ihnen zuhören und lernen, wie man wie eine Großmutter fliegt, oder? Er hört mir zu und lernt, wie man das Letzte rausholt. Das Letzte, was man bei Ihnen rausgeholt hat, Maniac, ist Ihr Verstand. Aber er hat eine lange Abschussliste, Sir. Mhm. Maniac ist ein verdammter Glückspilz. So einen gibt's auf jedem Schiff, aber immer nur einen. Wer sich nur auf sein Glück verlässt, der wird nicht alt, das versichere ich Ihnen. Sie können wählen. Entweder Sie fliegen übervorsichtig, werden so alt wie jemand, den wir kennen, und bekommen eine schöne goldene Uhr. Oder Sie fliegen mit etwas Mut und etwas Stil und machen sich einen Namen. Das ist die Frage. Die Frage ist folgende, Cat Scratch. Wollen Sie Ihren Namen auf einer goldenen Uhr oder auf einem Sarg lesen? Essen Sie das noch? Nein. Wirklich nicht? Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Oh ja, vielen Dank. Colonel? Wir versuchen schon lange, eine Nachschubroute aufzuspüren, die am Rande dieses Systems entlangführt. Es sieht so aus, als wären wir jetzt am Ziel. Ein riesiger Konvoi kommt gerade durch. Ich ziehe sie von den früher besprochenen Missionen ab und setze sie beim Angriff auf diesen Konvoi als Vorhut ein. Wir wollen, dass sie einige Marines an Bord des größten Großkampfschiffes einschleusen. Sie sollen dann das Schiff übernehmen. Für sowas sollten wir eine Gefahrenzulage kriegen. Sie arbeiten für die Falschen, wenn sie mehr Geld wollen. Sie und Ihre Männer benutzen Einschleusungskapseln. Sie werden denken, es sind Raketen. Vergessen Sie nicht, uns wieder abzuholen. Schiffe aus unserer Flotte werden Verstärkung einfliegen, sodass wir den Angriff erfolgreich beenden werden. Sie allein sind die Sturmtruppe. Nur Sie entscheiden, ob der Einsatz durchgeführt wird. Verstanden? Ja, Sir. Noch etwas. Wir empfangen mehrere seltsame Rotverschiebungssignale von einem Satelliten, der den vierten Planeten umkreist. Es wäre schön, wenn Sie den Satelliten einsammeln könnten. Wir wollen ihn uns mal ansehen. Viel Glück. Okay. Wer will diesen Satelliten holen? Ich melde mich freiwillig, Sir. Sonst noch irgendjemand? In Ordnung, Cat Scratch. Übernehmen Sie die Mission. Los an die Arbeit. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Hat eine Menge Probleme. Er hat den Satelliten, aber der Feind hat ihn mit Leech-Raketen lahmgelegt. Er ist völlig wehrlos, Sir. Was sollen wir jetzt machen, Boss? Hier wird es immer heißer und ungemütlicher. Sollen wir die Mission abbrechen, Colonel? Ich kann den Jungen nicht sterben lassen. Wir holen ihn. Okay. Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Wenn er aussteigt, können wir sein Schiff zerstören. Der Feind wird dann den Satelliten nie zurückkriegen. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir. Ein Mann. Ja.
Kiste drauf. Schadensmeldung geben. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen, Sir, und vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde Ihnen ewig danken. Hey, ich muss mit dir reden. Komm endlich her, was habe ich gesagt? Was genau sagte ich dir, als du... Es tut mir sehr leid, Sir. Ich möchte wissen, wie Sie in diese Zwangslage geraten konnten. Das sollte nur ein Routineflug werden. Ich hab's gut gemeint. Ich hab die Raketen abgefeuert, genau wie es mir Maniac sagte, aber plötzlich ist dann alles schiefgelaufen, Sir. Ich hätte es wissen müssen. Wenn ich nochmal höre, dass Sie solche Ratschläge erteilen, male ich Ihnen eine Zielscheibe auf den Rücken und erkläre die Schonzeit für beendet. Ich sagte nie, dass er das tun soll. Das ist alles ein Irrtum. Und weil wir schon mal dabei sind, Hawk wird Ihnen bald alle Zähne ausschlagen, wenn Sie nicht endlich aufhören, den Fliegerhelden zu spielen. Hören Sie. Ja. Ich gebe Ihnen einen Rat. Reißen Sie sich am Riemen. Die Grenzwäldler können nämlich Angeber überhaupt nicht ausstehen. Darüber reden wir noch, Freundchen. Sind Ihnen die Auswirkungen klar? Ihre Dummheit hat uns viel gekostet. Es tut mir sehr leid, Sir. Wir brauchen jeden Piloten, deshalb streiche ich Sie nicht von der Flugliste. Sie fliegen nur noch unter Aufsicht. Für den Rest des Jahrzehnts. Sieht aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Ja. Wollen Sie bei Ihrem nächsten Einsatz mehr Feuerkraft haben? Ich bin ganz Ohr. Wir könnten noch etwas mehr herumhämmern. Im Innenraum mehr Platz schaffen. Und zwei weitere Raketen reinquetschen. Das reduziert zwar Ihr Tempo, aber wäre es nicht nett, einen Trumpf im Ärmel zu haben? Was meinen Sie? Ich könnte mehr Feuerkraft gebrauchen. Das klingt nicht schlecht. Gut. Puh. 46 Stunden. 46? Bei mir sind es nur 20. Was? Ohne Schlaf. Nein, ich spreche davon, wie lange Captain Eisen bereits weg ist. Er hat noch keine Nachricht geschickt. Leider nicht. Ich hoffe, er schafft's. Ja, das hoffe ich unseretwegen auch. Leider habe ich das Gefühl, dass die Daten nicht ausreichen. Das ist zu befürchten.
Ich bin mir sicher, dass er die Sache durchboxen wird. Ja? Was, wenn er sich an die falschen Männer wendet? Was meinen Sie? Was wohl? Die Konföderierten sind viel mächtiger, als wir uns das im Entferntesten vorstellen können. Der verfluchte Seether und seine Helfer können auf unglaubliche Ressourcen zurückgreifen. Ja, Söldner, Piraten, Konföderierten-Schiffe, unsere Schiffe. Auf diese Schiffe ohne Abzeichen. Ja. Und viele der Konföderierten bekommen den Missbrauch gar nicht mit. Und wir wehren uns und sind dann die Bösewichte. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir uns so verhalten, dann können wir den Kriegsausbruch nicht verhindern. Die Ratsabstimmung ist in 5 Tagen. Und Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vorgeht. Na gut, sagen Sie mir, was wir unternehmen können. Wir sterben beim Versuch. Es gibt immer Hoffnung. Wir können nur hoffen, dass Eisen seine Freunde überzeugen kann. Colonel? Lassen Sie hören. Ich übermittelte dem Admiral, was während der letzten Mission passiert ist, Sir. Er sagte, ein weiterer Konvoi sei jetzt unterwegs und sie würden neue Pläne ausarbeiten. Derselbe Einsatz, genau gesagt. Dann müssen wir also nochmal in die Blechbüchsen. Oh, Sie könnten auch einen anderen Auftrag wählen. Der Admiral will die Schiffswerft angreifen. Wir wissen von einigen konföderierten Piloten, dass sie überlaufen wollen. Aber sie brauchen Geleitschutz. Die erste Welle unserer Flotte wird einen Weg freiräumen. Unsere Aufgabe ist es, die Überläufer zur Intrepid zu eskortieren. Wie sollen wir die vom Feind unterscheiden? Könnten Sie gut gebrauchen. Colonel, der Admiral ist der Ansicht, dass Sie entscheiden sollten, wo es dieses Mal am sinnvollsten ist, die Intrepid einzusetzen. Holt die Jäger. Wir greifen die Schiffswerft an und holen nur die Jäger, okay? An die Arbeit. Starburst eignen sich ganz gut, wenn man viel Schaden auf große Entfernung. Pass auf, dass nichts schief geht. Verhandeln.
fliegen? Ach, schau mal an, mein nächstes Opfer! Ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in ihrer Nähe. An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sir, Sie bekommen den neuen Navigationspunkt. Wir schicken Decker und seine Männer zu Ihnen. Sehen Sie sich diesen Kahn an. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Nach Hause. Kannst du fliegen?
Halten Sie mir den Feind vom Leib, während ich arbeite. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi. Angreifen. Ja, Sir.
Colonel, ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in Ihrer Nähe. An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sir, Sie bekommen den neuen Navigationspunkt. Wir schicken Decker und seine Männer zu Ihnen. Sehen Sie sich diesen Kahn an. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Verhandeln. Nach Hause. Endlich auf und stirb!
ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in Ihrer Nähe. An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sir, Sie bekommen den neuen Navigationspunkt. Wir schicken Decker und seine Männer zu Ihnen. Sehen Sie sich diesen Kahn an. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Bisher keine Probleme, Sir. Wir sind drin. Halten Sie mir den Feind vom Leib, während ich arbeite. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistung.